Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Videoblog zur Weltmeisterschaft. Ich hatte gestern Abend wieder oder Nacht keine Lust, deswegen mache ich es jetzt, da die Spiele ja erst 16 Uhr losgehen. Sollte das hinkommen, dass ich das Video vorher hochgeladen bekomme. So, dann schauen wir mal. Was hat denn gespielt? Brasilien, Mexiko und Belgien, Japan. Ja, Brasilien, Mexiko ist dann genauso gekommen, wie ich es mir halt gedacht habe, dass Brasilien, Mexiko besiegt. Dass Brasilien, Mexiko besiegt, ja, stimmt schon. Und so war es dann auch, 2-0 verdient. Ja, Mexiko, wie es halt oft so ist bei solchen Spielen. Mexiko hat am Anfang seine Chancen gehabt, hat auch eine kurze Zeit lang das Spiel dominiert. Und wenn sie da halt treffen, dann geht es vielleicht ganz anders aus und dann sieht es vielleicht auch ganz anders aus. Aber im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg von Brasilien. Und also direkt nachdem sie gewonnen hatten oder vielleicht sogar schon beim 2-0 von Brasilien, hatte ich sofort das Gefühl, Brasilien wird Weltmeister. Och nein, wie ich keinen Bock drauf habe. Bitte, bitte, bitte. Ein Düsenjäger. Bitte, 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 lass sie nicht gewinnen. Ich möchte, dass Brasilien kein Weltmeister wird. Auf gar keinen Fall, aus so vielen Gründen, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Grund Nummer 1 ist aber, ich will, dass irgendwann Deutschland Weltmeister ist, was die Weltmeistertitel angeht im Fußball. Und da müssen wir noch ein bisschen... Ja, müssen wir noch ein bisschen überholen, also müssen wir noch ein paar Titel gewinnen und die dürfen halt keine gewinnen und deswegen, das ist der Hauptgrund Nummer 1, ja, dass ich einfach möchte, dass irgendwann Deutschland halt besser wird. Und Brasilien, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich liegt halt auch mit daran, dass sie halt einfach die meisten Titel geholt haben, die sind mir aber nicht so sympathisch. Neymar macht halt immer merkwürdige Sachen. Er ist ein geiler, also er kann geil spielen auf jeden Fall, aber ne. Ist egal, auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn Belgien gewinnt gegen Brasilien im Viertelfinale. Belgien gegen Japan war dann auch das nächste Spiel und, ach man, meine Japaner, was haben sie denn da gemacht? Sie haben 2-0 geführt und trotzdem noch verloren in der regulären Spielzeit. Oh fuck! Och, das war, also es war natürlich ein super geiles Spiel, also vor allem ab der Hälfte 2, in der ersten Hälfte sind ja gar keine Tore gefallen, aber ab der Hälfte 2 war es natürlich ein super geiles Spiel und, ach... Alle haben gedacht, Japan gewinnt, ne? Also erst schießen sie das eine Tor, wo man gedacht hat, ich weiß gar nicht, wer war es direkt, ich fällt der Name nicht ein. Na, oh, wie heißt es denn nochmal? Haraguchi? War das Haraguchi? Ich glaube, ne? Auf jeden Fall, ja, hat man erst bei dem ersten Tor gedacht, okay, der verkackt den Abschluss, weil er so komisch abgebrochen hat, macht das Ding dann aber rein. Ein paar Minuten später das 2-0 von Inui, schöner Schuss. Und dann hat auch Belgien erstmal ein bisschen geschwommen die nächsten Minuten, die waren so dermaßen überrascht. Und ich glaube, da haben alle in dem Moment gedacht, okay, das war's, Japan gewinnt. Und Belgien als einer der Favoriten Nummer 1, die mit dem besten Fußball bis jetzt spielen, fliegt raus. Aber es war nicht so. Belgien dreht das Spiel noch 3-2 und gewinnt irgendwie dann, naja, verdient schon, würde ich sagen. Also... Alle hatten sich dann logischerweise nach dem 2-2 auf die Verlängerung vorbereitet. Ich wollte mir gerade eine schöne Nektarine holen. War noch mal auf dem Klo. Also es war noch bevor halt das dritte Tor fällt von Belgien. Aber ich dachte, okay, das geht jetzt gleich in die Pause. Gehst du mal noch aufs Klo und holst dir eine leckere Nektarine und haust viel aufs Sofa. Und während ich auf dem Klo bin und meine Badtür noch auf ist, höre ich halt, dass Belgien das Tor schießt und ich dachte so, oh nee. Vor allem, ich habe mich halt komplett darauf eingestellt, jetzt noch eine schöne Verlängerung anzugucken, eventuelles Elfmeterschießen. Aber nee, es sollte leider nicht sein und Belgien gewinnt irgendwie verdient 3-2. Oh, das ist so hart für Japan, die führen 2-0, die waren kurz davor ins Viertelfinale einzuziehen, wenigstens die Verlängerung und die verkacken es komplett. Och, aber auch hier muss man sagen, dass es auch, ja, ein bisschen glücklich war für Belgien, weil das erste Tor von Belgien, also das 1-2, aber wie sie da geschwärmt haben im Nachbericht, auch Oliver Kahn, so von wegen, er hat noch nie so einen Kopfball aus dem Winkel gesehen und bla 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 und wieder reingeht und schniechener Schnur, da dachte ich mir so, realisiert irgendjemand, dass der überhaupt nicht ins Tor köpfen wollte, sondern dass das einfach nur ein Glückstreffer war, der wollte halt eindeutig den ablegen, also er wollte, ich weiß nicht, wer da in die Mitte gerannt ist, aber irgendjemand kam halt in den Strafraum gerannt, man sieht halt auch,
wie er zu dem schaut, wie er ihn sieht und wie er dann halt versucht, den Kopfball zu ihm zu lenken. Der war halt einfach nur zu lang und ist dann hinten ins Tor reingefallen. Aus der einen Kameraperspektive hat man auch gesehen, wie er ganz, ganz knapp nur an der Latte vorbei ist. Also der war, ist nur, ist, also wenn das jetzt quasi hier die Latte ist, ne, dann ist der, vielleicht muss man es so zeigen, also das ist jetzt quasi das Alu, ne, also oben die Latte halt so. Und da ist er dann quasi so hier richtig knapp dran vorbeigeflogen. Das heißt, wenn er noch einen Tick weiter oben gestanden wäre, dann wäre er einfach an die Latte und wäre dann wieder rausgesprungen. Ob dann noch irgendein Belgier rangekommen wäre und den reingemacht hätte, keine Ahnung, aber er wäre halt nicht direkt rein. Also es war kein Kopfball, der aufs Tor gehen sollte, also war kein Torschuss im Endeffekt, sondern das war einfach nur eine Ablage auf den anderen Spieler und dieser war verunglückt, wie man es manchmal auch von Flanken kennt, ne, Flanken von außen, die dann halt als Torschuss enden und ins Tor gehen. Genauso war es auch, also das Tor an sich war halt nur, das war halt glücklich so und ohne das Tor, ja, hätte wahrscheinlich Japan gewonnen, aber das war halt leider ein glückliches Tor und hat dann halt die Japaner wieder komplett aus dem Konzept gebracht und die Belgier wieder groß gemacht und Ende von Lied halt, sie haben gewonnen. Wie sind eigentlich meine Tipps gewesen? Also, Tippspiel ist eigentlich scheißegal. Ich bin so weit unten. Mir fehlen viel zu viele Punkte. Ich bin mittlerweile Achter. Obwohl ich 8 Punkte gemacht habe, aber die anderen haben halt mehr gemacht als ich. Ja, ich bin Achter und mir fehlen auf dem ersten Platz jetzt mittlerweile 16 Punkte und auf dem dritten 9. Also, es ist noch eine kleine Restchance drin, um die Top 3 zu kommen, aber, nee, Moment mal. Doch, stimmt, wie ich gesagt habe, stimmt schon. Ja, aber ich rechne nicht damit. Aber wie gesagt, ich bin auch kein guter Turniertipper. Ich bin mehr Bundesliga-Tipper. So, dann zu den Spielen, die heute stattfinden. Das ist einmal Schweden gegen Schweiz. Es könnte ein spannendes Spiel werden, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn es ziemlich langweilig wird und vielleicht sogar Verlängerung Elfmeterschießen gibt. Also, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es ein furioses Spiel wird. Weiß auch nicht. Ich bin hier auf jeden Fall für die Schweiz, nicht weil Schweden in unserer Gruppe war, sondern einfach, weil ich die Schweiz ein bisschen ins Herz also erstens bin ich immer für die Schweiz und Österreich, weil sie halt irgendwie deutschsprachig sind, auch wenn die Schweiz halt eigentlich nicht die offizielle, aber ich glaube, Deutsch ist eine der Amtssprachen da. Und Schweden mag ich eigentlich auch, aber ich mag einfach zurzeit Schweiz mehr, deswegen bin ich für die Schweiz. Aber da ist es mir, also da fände ich es auch nicht so schlimm, wenn Schweden weiterkommt. Ich denke halt auch, dass egal wer weiterkommt, Schweden oder Schweiz, dass die dann im Viertelfinale rausfliegen. Aber wie gesagt, ich bin erstmal für die Schweiz. Achtelfinale Kolumbien, England. Ich glaube, es gibt immer noch so einen kleinen Twist zwischen England und Deutschland. Deswegen bin ich auch hier für Kolumbien und nicht für England. Ich weiß nicht, nachdem sie so unverdient damals Weltmeister geworden sind und uns dann im Halbfinale war das, glaube ich, rausgehauen hatten mit ihrem unverdienten Wembley-Tor. Haben sie einfach das Unglück der ganzen Fußballwelt auf sich quasi abgeladen. Also sie haben quasi den Fluch heraufbeschworen und ich weiß nicht, ob er jemals wieder endet. Also, ich weiß es nicht. Und aus diesem, oder war das sogar im Finale? Nee, es war nicht, war im Halbfinale damals, ne? Wembley Tour? Ich weiß nicht mehr, ist ja auch egal. Ich war noch nicht auf der Welt, glaube ich, aber egal, auf jeden Fall. Ja, ich bin automatisch für Kolumbien, muss ich zugeben. Ich mag zwar Harry Kane und so, aber ich bin automatisch für Kolumbien. Ich mag Falcao mehr. Und ich rechne hier Kolumbien eigentlich auch ganz gute Chancen aus. Ich denke, bei England ist es halt wieder der Kopf vor allem, der die kaputt machen wird, weil sie einfach immer im Achtelfinale rausfliegen, meistens gegen Deutschland, aber die können auch mal eine andere Mannschaft nehmen. Und ich denke einfach, das macht sie halt kaputt. So die, ich denke, Kolumbien wird einfach befreiter aufspielen als England und wird ja auch gewinnen. Ich überlege halt, ob es souverän wird. England hat halt schon Potenzial, deswegen, was habe ich denn getippt? Getippt habe ich Schweden-Schweiz 1-2, also Schweiz gewinnt 2-1, gewinnt Schweiz 2-1. Drei Tore. Ich überlege, ob ich auf 1-0 um Tipp für die Schweiz. Irgendwie traue ich das. Wie gesagt, ich traue dem Spiel irgendwie nicht zu, dass es mega geil wird. Ich habe auf 1-0 Schweiz getippt jetzt. Kolumbien-England 2-1, das lasse ich so, weil ich traue England zu, dass sie auch Tore schießen. Die Buchmacher sind ja klar für England, sehe ich gerade, aber ich weiß nicht, ich würde sagen, auf dem Papier hat England vielleicht ganz leichte Vorteile, aber naja, wenn ich es so insgesamt betrachte, ich habe das Gefühl, Kolumbien ist noch ein bisschen reifer, ist ein bisschen eingespielter, hat erfahrenere Spieler, deswegen ja, sehe ich hier Kolumbien mit leichten Vorteilen, also meine persönliche Meinung.
Das war's. Aber ich habe gerade für einen Moment gedacht, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken, aber nee, wir haben es geschafft. 10 Minuten knapp. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Ich denke, ich werde dann wieder morgen Nachmittag machen, das nächste Video. Ach ja, es ist ja eh erstmal tagelang Pause, deswegen werde ich es sowieso erst morgen machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.